Und damit herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Wir haben diesen mächtigen Sturm hier heraufbeschworen, nicht, aber das letzte Mal schon gehabt, wo wir hier rumgelaufen sind. Und ich bin hier ein wenig rumgelaufen und ich bin ja auch so doof. Ich habe es natürlich nur in der Höhle versucht mit dem Springen, aber nicht außerhalb von der Höhle. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Und zwar ist hier alles so schön runtergekommen. Aber ich kann hier hochspringen. Ja, ich habe eine Weile gebraucht. Das habe ich jetzt auch rausgeschnitten. Oh, jetzt kommt ein richtiger Sturm auf hier. Aber ich habe es herausgefunden, wollte ich eigentlich sagen. Ist das jetzt so gut, wenn ich über das Eis laufe? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, ich muss hier irgendwo Unterschlupf finden. Hilfe. So, ach, da kann ich nicht dran vorbeigehen, oder was? Also nicht durchgehen? Oh, ob das so gut ist, wenn ich da runtergehe? Oh, aua. Ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Ich höre tote Aliens oder sowas. Also die Umgebung, ganz ehrlich, ist sehr, sehr schön gemacht. Ah, ist das nicht meine Basis gewesen? Und nu? Ob das jetzt so gut ist, wenn ich da runterspringe, ich weiß nicht. Oh! Bin ich gerade so rot gewesen? Ich bin unter Wasser. Hilfe. Okay. Ich hoffe mal, hier unten treffen mich die Blitze nicht. Okay. Also links ist mein Wasser... mein O2 auf jeden Fall. Mein Sauerstoff. So, nicht Wasserstoff. Die Frage ist nur, schaffen wir das jetzt... Weil wir können jetzt hier nicht auftauchen. Oh, ich kann ja auch schneller schwimmen. Nee, ne? Dadurch werde ich nicht schneller. Nee. Aber hier oben. Ah, hier oben können wir auftauchen. Luft! Luft! Oh mein Gott. Luft! Kann man denn hier. Schwimme ich jetzt wieder zurück? Ich hoffe nicht. Ah, okay. Hallo. Das sieht ja mal richtig cool aus. Wie ein großes Aquarium. So, kann man hier irgendwie klettern? Ah, so komme ich raus, okay. Was seid ihr denn? Seid ihr die ihr seid die Pinguine, die ich gesehen habe. Oh, wie geil. Oh, was war das? Tschüss. I copy. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. No, I'm okay. I just need shelter. Fine. I'm sending a temporary habitat instead. Look up. Thank you, Sam. Call me when you get there. Okay, also sie schickt mir eine andere Basis. Ich möchte ihr gerne. Hallöchen. Ja, du, komm mal her. Willst du mich fressen? Oh, und ein Baby. Oh, das Baby ist hingefallen und der schubst die einfach zur Seite und geht da... Sag mal, so geht das aber nicht. Kann ich dich aufnehmen oder so? Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Hallo. Hallo, Pinguin-Baby. Die kommen jetzt an. Sind die jetzt böse auf mich? Oh, oh, oh. Was war los? Hilfe. Kann ich dich schlagen? Blödes Vieh. Nachher denkt mir noch, ich bin hier Pinguin-Kidnapper oder so. Moment, da hinten ist ein Symbol. Ah, in 90 Metern ist meine Basis. Ja, dann schwimmen wir doch mal dahin, würde ich sagen. Also, die Basis,
die Notfallbasis, die angekommen ist, auf jeden Fall. Ist das jetzt die Notfallbasis? Ehrlich? Die kann ich nicht öffnen, oder? Aber da steht 14 Meter. Nee, das kann die doch noch nicht sein. 13. Das muss... Nee. Hä? Oxygen. Oh. Ein Meter. Hier soll eigentlich meine Basis sein. Okay. Ich sehe hier keine, aber ich sehe Neonfische. 5 Meter. Also, hä? Wollt ihr mich veräppeln? Das soll doch die Basis sein hier. Warum ist das denn nicht richtig mit den Anzeigen? Aber wie komme ich jetzt in das Ding rein? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich kann hier nirgendwo was drücken. Ach, da ist eine Tür, oder? Ah. Ah. Ah, okay. Basis verlassen. Fabrikator benutzen. Rohstoffe, persönliches Gerät. Was ist denn persönliches? Ausrüstung, Werkzeuge. Machen wir erstmal Scanner. Dazu brauche ich Batterie und Titan. Na super. Feldmesser. Das ist wahrscheinlich, um mich draußen zu verteidigen. Eine Taschenlampe. Und Ausrüstung. Standard-Tauchflasche. Ja, das wäre jetzt schon mal wichtig. Ich denke, das wird länger durchhalten. Medikit, Schwimmflossen. Rohstoffe, Elektronik. Achso, Batterie kann man selber machen aus Geißelkörbchen, was auch immer das sein soll, und Kupfererz. Fasergewebe, natürliche Fasern, Glas, Quarz, Silikongummi aus Schlingpflanzen, Samenbüschel, oh mein Gott. So, wasserdichter Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Ach so, okay, das ist so eine Art Itembox wahrscheinlich im Wasser. Ja, ich will ja mal nicht hoffen, dass man seine Sachen irgendwie verliert. Aber das ist auch ein sehr schöner Blick nach draußen, muss ich sagen. Es hört sich irgendwie etwas unheimlich an. Vorrat ansehen, leer. Ja, das ist mein normales Inventar. Das hätte ich euch auch vorher sagen können. Okay, ja, das heißt, ich brauche jetzt irgendwie dieses komische Zeugs. Aber woher kriege ich das jetzt? Ich verlasse nochmal die Basis. So wie ich das verstanden habe, muss man die Sachen ja in der Umgebung irgendwie suchen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die aussehen. Oder wo wir die bekommen. Es wäre jetzt gut, wenn ich jetzt so eine Art Scanner oder so hätte. Oxygen. Oh. Also ich habe keine Ahnung, ob die jetzt markiert sind oder woher man die Sachen bekommt. Hier hat irgendein Fisch, glaube ich, irgendwas gemacht. Hier kann ich anscheinend so nichts nehmen. Ah, Moment. Ha. Ah, da ist was. Okay. Es ist nur blöd, dass man sich nicht irgendwie nach oben treiben lassen kann. Kupfererz. Okay. Okay, so langsam verstehe ich das Prinzip. Da ist noch was. Irgendwas mit Titan, glaube ich, war da jetzt drin.
Okay, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt von dem Zeug brauche und so. Aber ich nehme einfach alles mit, was mir so vor die Finger kommt. Okay. Also viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen oder werden jetzt sagen, oh, du musst dahin, du musst dahin. Aber ich habe wirklich noch nie Subnautica gespielt. Ich habe beide Teile hier. Seegleiterfragment, wieso kann ich das nicht nehmen? Ich habe beide Teile hier, aber oh. Aber keine Ahnung, wie man das Spiel spielt, weil ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht gespielt. Oh, ich bin aber sehr weit von der Basis jetzt entfernt. Das finde ich gar nicht gut. Dass es hier gerade so dunkel wird, finde ich noch schlechter. Warum wird das hier so dunkel? Und hier unten? Ah ne, das ist nichts, ne? Nee. So, wir gehen erstmal eben, ups, erstmal eben rein. Hallo. Nein, nein, den Vorrat wollte ich doch. Oh, Mann, den Vorrat wollte ich doch gar nicht ansehen. So, ich wollte gucken, ob wir jetzt irgendetwas machen können. Also, Kupfererz haben wir. Kupferdraht kann ich machen. Ja, das bringt mir nur irgendwie nichts. Obwohl, nee. Glas könnte ich theoretisch auch herstellen mit dem Quarz. Ich brauche Fasergewebe. Soll ich das denn im Wasser hier kriegen? Ganz ehrlich. Batterie. Taschenlampe, Feldmesser. Und die Batterie, die können wir jetzt nicht herstellen. Okay. Also können wir quasi noch gar nichts herstellen. Um es mal so zu sagen. Kann man denn irgendwas. Achso, ich kann die Sachen hier reinziehen, ja? Aber stapeln kann ich die nicht? Okay. Gut, dann ziehe ich die jetzt mal da rein. Kann man die irgendwie doppelklicken oder so? Ah ja, okay, sehr schön. Gut, ich denke mal, das wird ganz gut sein, weil ich ja weiß, dass irgendwo so komische Monsterviecher da drin sind. Ich weiß gar nicht, ob ich zwischenspeichere. Doch, ich kann. Ach, ich kann zwischenspeichern. Sehr gut. Dann mache ich das doch mal. Weil ich habe, wie gesagt, noch gar keine Ahnung. Jetzt sieht es aber draußen. Oh, ja, es sieht jetzt draußen sehr extrem dunkel aus. Deswegen war es auch gerade bei mir so dunkel. Da sehe ich ja gar nichts mehr. Ja, ich würde eigentlich sagen, dass wir dann erstmal hier einen kleinen Cut machen. Also ich habe ja jetzt schon einiges gefunden, auch wenn ich keine Ahnung habe, wonach ich jetzt noch suchen muss. Dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, ciao.